Let's go! Choo-choo Charles, Leute. Kam vor kurzem erst raus. Sieht aus wie ein scheiß Trash-Game, aber ich höre nur Positives davon. Mal gucken, was das wird. Es geht um einen Zug, wie ihr es vielleicht seht, mit Spinnenbeinen. Und man muss irgendwie entkommen. Wir warten schon lange drauf und jetzt ist es draußen. Mal gucken, ob das nur ein dummes Meme ist oder ob das wirklich ein Horror-Game ist. Weil das ist unser Freitag. Hier werden Horrorspiele gespielt und ernst genommen. Wir haben hier keine Zeit für Memes. Also hoffentlich ist das geil. Wir haben keinen Ton. Ich bin noch auf Fernseher gestellt. So. Sitze gerade im Zug. Sieht dein Zug auch so aus? Und hey, Escape, was geht ab? Episch! Alter, geile epische Grafik. Da bin ich am Start. Machen wir 60 Frames. Ja, ich denke, sollte alles funktionieren, ne? Let's go! Mal gucken, was das wird. Mündi sieht schon scheiße aus. Und Sunshine Girlie, Dankeschön für 8 Monate. I know it's been a while since we last spoke, but something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me, you'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business? Well, there's something big on that island, real big. So many friends, and even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. Muss schon sagen, das Intro gibt mir keine Vibes dafür, hey, das ist ein gutes Spiel. Ich wurde ja erst gestern von Choo-Choo Charles aufgeklärt. Von meinem 6-jährigen Neffen. Ja, das erwarte ich, dass das so ein Spiel ist. They call him Charles. Half train, half giga spider from hell. We've been planning his demise for some time now and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Yes, sir. Welcome to Erinirum, the island where miners dig their own graves. Stay close. Ich glaube, das wird richtig scheiße. Ich glaube, das wird richtig scheiße. Gegenstände, mit denen du interagieren kannst, leuchten, wenn du deine Maus drüber bewegst. Leute, ich glaube, das wird richtig scheiße. Timer läuft? Okay. Kurz vor 21 Uhr kann ich es refunden. Das wird richtig scheiße, oder? Oha, hier ist doch zu lieb. Ich habe hier nichts mehr zu verlieren und mir vorgenommen, zum Festlass zu schwimmen. Oder es zumindest zu versuchen. Wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen. Doch meine Chancen stehen dort besser als auf diesen verlassenen Felsen. Aber wird es richtig scheiße? Ja, mal schauen. Ja, es hat alles bisher so einen Vibe von dem, was ich so mitbekommen habe, dass es halt eher so ein Funny Game ist. Sowas wie vielleicht halt Poppy oder sowas. So eine Scheiße, die dann halt. Ja. Ja. So Creepypasta-Scheiße halt, ne? There's a train shed at the top of the hill. One of the train operators was. Wieso sind die so leise? Ist das die Callisto-Protokoll oder was? Sollen wir jetzt Freitag umbenennen zu Scheiß Voicelines-Tag? Wow, was ein scheiß Joke. If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. Hab das Video von Henno gesehen, da war es ganz funny. Ja, Henno hat's ja auch wahrscheinlich runtergekartet auf 10 Minuten. Stay close. We don't want to be exposed for too long. Ich kann dir jedes Spiel lustig zusammencutten auf 10 Minuten. Aber ja.
Mal schauen, was das wird. Ich lasse mich auf jeden Fall drauf ein. So wie bei jedem Horrorspiel. Ich lasse mich drauf ein. Manchmal klappt's. Meistens klappt's. Manchmal aber nicht. Outlast. Okay, da oben habe ich eine, da unten habe ich eine Lebensleiste und eine Zugleiste. Okay. Finde, aus Freude solltet ihr einen Hype Train starten, Chat. Finde ich auch. Chuchu und so. Ah, oh, shucks, it's locked. Not to worry, we can still find a way in. Hey, Felix. There's a small shack up the path that might have a key inside. Take this map. I just marked the location on it. See if the key is up there, and I'll look around some more down here. Das ist ja quasi, Leute, unser Zelda-Tag. Wir spielen schon mal Spirit Tracks vor. Der blaue Pfeil markiert deinen Standort. Bahngleise erkennst du an den weißen Linien. Rote Pfeile markieren Gleisabzweigungen. NSCs und Missionen sind auf der Karte gekennzeichnet. Setze Wegpunkte, um dir die Orientierung zu erleichtern. Okay. Okay. Unbekannte NSC, optionale Mission. Erforderliche Mission. Waffenmission. Okay. Da auch noch erforderliche Mission, Waffenmission. Und da auch erforderliche, zwei erforderliche. Okay, 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 okay. Ja, dann. Wo ist mein Zug? Digga, mach auf! Mach auf jetzt! Ich hab keinen Key. Kannst du lesen? Steht hier gerade nichts gerade geschrieben. Was soll ich lesen? Mach auf jetzt! Hat er was Wichtiges gesagt? Ich habe ihm nicht zugehört. Weil er so leise war. Ah, hier. Babys erste Mission. Da gehen wir hin. Um einen Gegenstand, deinen gesammelten Gegenstand anzuzeigen, drücke. Okay, okay, das habe ich schon herausgefunden. So viel, ich lasse mich drauf ein. Ja, das Spiel lässt sich ja nicht auf mich drauf ein, indem es nicht mal mich respektiert und Voicelines einbaut, die ich nicht mal höre. Ja. Good on you. Looks like you found es muss schon ein Miteinander sein und nicht gegeneinander. Und wenn das Spiel gegen mich spielt, dann soll es sich hier ficken. Ja, so sieht's aus. Dein legendärer Zug. Damit kommst du auf der Insel schneller voran. Deine Waffe und dein Schild gegen deine Feinde. Dort wirst du wiederbelebt, wenn etwas schief läuft. Interagiere mit deinen Gegenständen in der Kabine, um über deren Verwendung zu erfahren. Das ist meine Knarre. Yeah. Ich komme nie wieder weg. Ich kann nicht mehr weg. Ich kann nicht mehr weg. Ich bin gefangen. Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. Wir sind jetzt die Gun. Immer ist Keggy so gemein zu den populären Games. Dann mach mal eine Liste. Du merkst ja einfach nur die negativen Sachen, Glasi. Ich habe dieses Jahr bestimmt 200 Spiele hier gestreamt. Und davon war ich zu 5 gemein. Immer diese negativen Leute. Sure.
We can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Are you ready to take this thing for a spin? Okay, mit dem mittleren Hebel fährt der Zug vorwärts. Mit dem linken Hebel fährt der Zug rückwärts. Der rechte Hebel hält den Zug an. Wenn du den Zug während der Fahrt verlässt, hält er automatisch an. Okay, ich habe alles vergessen. Ich denke mal, ich kann auch einfach auf die Pfeile achten. Okay. Reparieren, Einschrott. Okay, wir können hier das Schiff, Schiff vor allem, unser Ding jetzt upgraden. Okay. Nee, ich will nicht zu Charles. Ist er schon da? Jetzt schon? Junge, der sieht so scheiße aus. Okay. Er ist einfach tot. Ja, sorry, denke ich. Sorry, denke ich. Passiert halt, ne? Passiert halt, ne? Upsi! Habe ich eine geile Tröte hier? Kann ich Chuchu machen? Wo ist meine geile Tröte? Leute, ich habe keine geile Tröte. Ich hoffe, wir können... Ach, hier! Moment. Okay, hier ist gar nichts. Oh, hier ist was. Schrott. Das ist wahrscheinlich Schrott, ne? Schrott, ja. Wir haben einen Schrott. So. Ja, im Tutorial stand, ich darf einfach aussteigen. Wenn ich aussteige, bleibt der Zug stehen. Ich habe das erste Mal Tutorial gelesen. Gleiswechsel, Schilder, bleib stehen. Wo ist Gleiswechsel? Schilder verweisen auf bevorstehende Gleisabzweigungen hin. Das Licht an der Abzweigung zeigt die Richtung der Gleise an. Halte deinen Zug an und interagiere mit dem Hebel am Boden, um die Richtung zu ändern. Ja, wir wollen auf jeden Fall rechts rum, weil ich möchte gerne hier zu der blauen Quest. Und da unterwegs nehmen wir noch die gelbe Quest mit, denke ich, ne? Let's go. Ja, ist nach links gestellt. Let's go. Ich hoffe, ich kann meinen Zug auch irgendwann so upgraden, dass ich dann so Spinnenbeine habe und dann nicht den Gleisen folgen muss. Ich will aus meinem Käfig ausbrechen. Und frei sein! Frei von jeglichen Gleisen. So ist mein Schicksal bestimmt, auf einem festen Wege. Doch ich will frei sein. Charles! Wo bist du? Okay, er fährt auch, wenn ich die Karte öffne, fährt er weiter. Okay. Yeah! So, ich glaube, da ist eine Sidequest. Da steht jemand. Oh, die hat eine Shotgun! Geiler Flick. Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Here's the key. And although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. As a side note, talk to anyone around here and they'll do whatever they can to help. Anyone not wearing a mask, that is. Check out the balcony and take whatever you'd like with everything. Ja, sie muss ja nicht unbedingt wissen, dass Eugene schon tot ist. Ist eine harte Welt.
Ich lasse sie die Härte dieser Welt selbst spüren, indem sie es selbst herausfindet. Hui! 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 Leute, wir können gleich irgendwas upgraden. Fetch Scraps from Candace. Leute, wir können gleich irgendwas upgraden. Wir haben wirklich geduldig gewartet, aber die letzten Tage waren, wie soll ich sagen, chaotisch. Charles wird immer aggressiver und ich weiß nicht, wie viele von uns noch übrig sein werden, wenn Hilfe eintrifft. Viel Glück, Eugene. Wir zählen auf dich. Tja, ich bin jetzt der neue Eugene. Wer malt hier mit einem Bleistift auf fucking Matratzen? Ich bin jetzt der neue Eugene. Alles gut. Ich mach das schon. Ich mach das schon! Hey, Smelly. Wow, unsichtbare Wand, lull, Trash, hallo. Was ist das für ein Game? Ich kann nicht mal hochklettern. Und Maxi, dankeschön für 8 Monate. Okay, was können wir jetzt upgraden? Tempo, Schaden, Panzerung. Panzerung fühle ich. Alles in Panzerung, Leute. Weil der macht echt viel Schaden, ne? Okay. Ja, fahren wir weiter. Fahren wir weiter. Wahrer Antagonist ist der Typ, der alles mit einem Stift verunstaltet. Sogar das Menü. Miese Sau. Was ist das hier? Lootbox? Alter, geil. Wir können wieder was upgraden. Sehr, sehr nice. Acht Schrott habe ich. Ja, jetzt können wir mal Tempo ein bisschen hoch machen. Und Damage, okay? So. Let's go. Ein bisschen Schrott immer behalten, ne? Damit ich reparieren kann unterwegs. Wenn jetzt der irgendwie kommt und mich fast tötet oder so, dann kann ich jederzeit nochmal reparieren. Okay. Yeah! Loot! So viel geiler Loot, Mann. Ich liebe Looten. Da ist noch mehr. Kann ich die öffnen? Nee, die kann ich nicht öffnen. Ah, da noch mehr Loot. Ich bin gleich schon durch, Leute, mit den Upgrades. Hab gleich meinen Zug schon auf Max-Stufe. Geht gar nicht auf? Ist mir auch kein Schlüsselsymbol oder so, dass ich einen Schlüssel brauche? Ich höre kratzen. Hör auf zu kratzen! Was auch immer du da kratzt, hör auf! Immer muss der Papa aufstehen. Laut sein bringt nichts mehr bei denen. Das juckt die nicht mehr. So frech sind die mittlerweile. Da muss man aufstehen. Hui, wer bist du denn? Sickes Hemd, Mann. So, erstmal beklauen. Ist das hier schon die optionale Quest? Tatsächlich. Ah, okay. Look, kid. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. Sind das seine echten Arme oder sind das Augmentationen? Oder was ist das hier? Der hat so schwarze Flecken, als wäre das irgendwie so Cyberware. Das sind augmentierte Arme einfach. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Ah, okay, jetzt kriege ich einen Dietrich. Here, take them. If you can get that chest open, you'll earn my respect. I might just give you some scraps to help improve your train. Das ist die Muskelarme aus SpongeBob. Okay, ja, dann checken wir nochmal die Kiste ab. Spielt im Cyberpunk-Universum. Hm. Die Augen bewegen sich null, nicht nur die Augen. Ah! Oh! Ah! Ich dachte, jetzt kommt so typisches... So typisch... Der Schrei war laut. Ungewollt laut. Was? Das war ein Frosch, by the way. Hallo? Hallo? Okay, das war schlecht.
Danke. Was ist das denn? Wichtiger Gegenstand erhalten. Kehre zu Daryl zurück, um eine Mission abzuschließen. Okay, das ist ein Questgegenstand. Sie sahen ja schon bei Melatonin, wie gut du in sowas bist. Das war kein Rhythmus-Game hier gerade. Da war keine Musik oder so. Kein Beat. Well, fancy fingers here got the chest unlocked. That's an odd-looking piece of junk you found inside there. You earned my respect. So here's some scraps. Okay, ich habe ein paar Scraps bekommen. Ist das Ding, was ich bekommen habe, kann ich das irgendwie lesen oder so? Nee. Okay. Ich dachte, vielleicht habe ich ein Journal. Ja, da ist halt einer direkt im Wald so, ne? Ich habe halt Angst, so weit rauszulaufen. Aber da führen halt keine Schienen hin. Und Riot, dankeschön. Für 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Da führen halt keine Schienen hin. Und wenn er halt kommt, dann bin ich doch komplett aufgeschmissen, oder? Angst vor einem Zug haben. Du hast keine Angst vor dem Zug? Die sind ganz schön schnell. Und ganz schön groß. Und ganz schön laut. Sind alles Dinge, vor denen man normalerweise Angst hat. So, ist ein bisschen Damage? Okay. Ich gehe voll auf Defense, Leute. Wir machen einen Pommes-Panzer-Run, okay? By the way? War hier eine Gabelung? Nee, ne? Okay. Aber ich kann hier direkt eh wieder aussteigen. Theoretisch. Hier ist die Quest. Eine der wichtigen Quests. Und hier ist auch direkt eine Waffenquest. Vielleicht ist das sogar connected miteinander. So, mal gucken, wie die Mainquests sind. Und sonst so? Es ist scheiße kalt draußen, es regnet. Hier ist ein fucking Zug unterwegs, der Leute umbringt. Alles gut bei dir? Ja? Okay. Die hat einen Stein in der Hand. Oh shit, das ist ihre Waffe. Genauso sitze ich da gerade. The Monster Hunter has arrived, that I've seen. Geile Synchro. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Dispersed around the island are 3 eggs. Locked in the island's 3 primary mines. Okay. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight. Ach so. Na dann, wenn du das sagst. Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. Vielleicht hätten wir das schon viel früher spielen sollen, außerhalb vom Freitag, oder? Ja, jetzt so. Okay, es sind aber 4 Quests. Ich dachte, vielleicht kriege ich jetzt bei jeder blauen Quest dann eine Ei-Position. Also, vielleicht hätten wir irgendwie das Spiel schon vorher spielen sollen, dass so der Freitag weiterhin frei bleibt für coole Horrorspiele. ja, da die Waffenmission, die will ich auf jeden Fall noch machen. Let's go. Als ob du das nicht gut findest. Nee, nicht im Sinne von, dass das Spiel schlecht ist, sondern im Sinne von, ich meine, seien wir ehrlich, das ist hier kein ernst gemeintes Horrorspiel, oder? Ich denke mal, da sind wir alle auf demselben Nenner, oder? Ich denke mal, da können wir alle uns einig sein, dass das eher ein Trash-Game ist.
Ich habe gelöscht. Hauptaufgabe abgeschlossen. Ich denke, wir werden uns auch hier nicht wirklich gruseln. Wie teuer war das? 20 Euro. Wo ist mein Müll? Wo ist mein Müll? Da ist mein Müll. Orangene Farbdose. Ja, ich kann meinen Zug färben. Mein Zug rosa färben. Sobald ich es bekomme, wird mein Zug rosa sein. Using the water tank to put out the fire. Pure genius. Ja, bin einfach schlau. Here, take old bug spray. Cause of this chaos. I don't want to see it anywhere. Ich habe ein Insektenspray bekommen. Das ist die Waffe? Okay. Ich dachte, ich kriege jetzt irgendwie so ein Raketenwerfer-Upgrade oder so. Ist halt so Poppy's Playtime-Horror. Horror für Kids und Teenies. Ja, aber Poppy's Playtime hatte trotzdem irgendwie auch eine gruselige Atmosphäre gehabt. Wo ich das irgendwie nachvollziehen kann. Aber das ist ja wirklich eine Shitshow. Vermutlich. Oh, okay, ich halte super wenig. Vielleicht eine lustige Shitshow. Das werden wir gleich herausfinden. Ja, Insektenspray. Ist jetzt irgendwie ausgerüstet, denke ich. Ach, hier. Insektenspray. Das kann ich dann... Ah, ich kann das wechseln. Okay. Let's go. Ja, fahren wir zum Ei, ne? Holen wir uns das erste Ei. Odin Koneko, Dankeschön für 4 Monate. Denke, das ist halt so Softcore-Horror. Nee, das ist nicht Softcore-Horror. Das ist halt so... Ja, so Trash-Horror, so wie halt unser Poop-Horror-Spiel, was wir gespielt haben. Sowas ist das halt. Quasi das Scary Movie der Spiele. Gaming-Äquivalent zu Sharknado. Ist Sharknado ein Horrorfilm? Ist Sharknado nicht eher ein Parodie auf Katastrophenfilme? Da will ich rein. Das ist Schrott. Wir klettern hoch. Sharknados Kunst. Das sowieso. Das wurde ja auch nicht in Frage gestellt. Oh, man kann einfach rein. Da ist einfach die Tür offen. So, hier war doch der Eingang irgendwo, genau. Aber wer verteidigt jetzt den Shit und wie verteidige ich mich? Es hieß doch, hier sind irgendwie Wachen. Und ich habe keine Waffe. Muss ich gleich stealthen? Oh, ich hoffe, ich muss stealthen. Ich liebe Stealth. Was? Was ist das nochmal? Man kann nicht mit Poppy Playtime vergleichen. Chuchu Charles hat einer alleine entwickelt, zum allergrößten Teil, beziehungsweise das Entwicklerstudio ist eine Person. Ich glaube, bei dem Vergleich ging es auch nicht unbedingt um die Qualität. Dringender Brief an Herrn Warren. Während wir in dem weitesten entfernten Tunnel arbeiteten, brachen wir durch eine Wand in eine große Höhle. Etwas ist hier seltsam, doch wir wissen nicht was. Wir bitten Herrn Warren, sobald wie möglich das südliche Minengelände zu besuchen, um uns weitere Anweisungen zu erteilen. Eugene, Supervisor! Okay, Lore. Ich dachte, da glänzt etwas, ich kann es aufheben. Lehne dich nach links oder rechts, um Feinde auszuspionieren und nicht entdeckt zu werden. Es ist ein Stealth-Game! Es ist ein Stealth-Game! Es ist ein Stealth-Game! Ich liebe Stealth-Games. Geil. Vielleicht kann ich hier schnell reinrushen und dann das Ei rausholen und dann wieder rausrennen? Ohne zu stealthen?
Ja, was sagt ihr jetzt, hä? Grün! Grün, grün, grün sind alle meine Farben. Grün, grün, grün ist alles, was ich mag. Bam! Banger. Wo ist das vierblättrige Kleeblatt? Das brauchen wir, damit ich Glück habe. Beim Kampf gegen so ein monströses Wesen. Wo wachen? Ja, irgendwie da oben. Hier kommen die jetzt. Das ist irgendwie, die Wände sind auch angemalt. Die Decke ist angemalt. Wer war hier mit einem Bleistift unterwegs? Wer ist das Monster? Alter, die Texturen, Mann. Okay, es kommt dafür. Auf einmal haben wir ambiente Musik. Ich muss mal kurz. Audio. Gesamtlautstärke. Okay. Schon besser. Der hat mich doch gar nicht gesehen, das ist eine Lüge. Es ist ein Stealth-Game, aber ich kann nicht crouchen. Da ist das Ei. Ich muss mich nicht von der Decke seilen. Dreht sich zu mir um. Okay, weg hier. Das war ganz schön spoopy, Chat. Aber ich hab's geschafft. Zum Glück habe ich noch nicht mein Herzfrequenzmeter bestellt. Sonst würdet ihr jetzt alle sehen, was, wie labil ich bin bei sowas. Das wäre mir peinlich. Boah, bin ich erleichtert. Hallo, Manusmann. Schrott habe ich 7. 7 Schrott. 7 Schrott. Ah, ich wollte eigentlich ein bisschen Schrott immer behalten zum Heilen, ne? Naja, was soll's. Grün! Let's go! Ui, okay, jetzt. Vielleicht fahren wir doch nochmal zurück für die anderen zwei Sidequests. Ah, scheiß drauf, Digga, oder? Früher oder später komme ich noch bestimmt nochmal zurück. Ah, wer weiß. Wenn ich jetzt nach hier fahre, dann nach dahin. Ah, scheiß drauf, komm, let's go. Den Schrott, den ich da bekomme, finde ich unterwegs. Oh mein Gott, jetzt kommt von links. Ich bin tot! Entgleist! Minus ein Schrott. Okay. Welt wird geladen. Das Spiel speichert automatisch. Okay. Okay, ich behalte aber mein Zeug. Ich habe nur ein minus ein Schrott gehabt. Finde ich eigentlich gar nicht so schrecklich. Ich hatte null Schrott. Habe ich jetzt minus Schrott? Nee. Ich hatte... Achso, das Upgrade wurde nicht genommen jetzt. Okay. Nee, Moment. Ich bin jetzt bei null Gesundheit. Okay, man startet bei null Gesundheit. Okay. Ungefähr so sehen meine Alttraume aus, nachdem ich Thomas die Lokomotive zum ersten Mal geguckt habe. Wie alt warst du denn?
ist gleich eine Sidequest. Nee, das war nicht die erste Begegnung mit Charles. Wir hatten schon mal Charles gesehen. So, Ankerlichten, Gleis raus, Kohle schaufeln. Wir müssen kurz Pause machen. Mit 4,5. Und da hast du Angst davon gehabt? Krass. Jetzt kommt sowas wie 20. Ich habe Thomas die Lokomotive vielleicht das erste Mal so mit 8, 9 gesehen. Ich fand's nicht gruselig, ich fand's nur scheiße. Der erste Charles ist aber nicht derselbe, also programmierungsmäßig. Ach so. Na dann. Jetzt kommen schon die Fun Facts, ja. So, was gibt's hier für Schrott? Ja. Yeah. Ich höre Geräusche. Ich dachte, jemand schleicht sich an mich ran. Mir entgeht nichts. Das Entladen aller Vorräte hat uns die Augen geöffnet. Wir arbeiten Tag ein, Tag aus hier im Hafen und haben die Aufgabe, das Boot zu entladen, die Vorräte den Hügel hinauf zu den Gleisen zu transportieren, wo Theodor und Eddie sie an verschiedene Orte liefern, an denen wir Bergbau betreiben werden. Die schieren Kosten der gesamten Infrastruktur sind überwältigend. Bei all dem Erfolg mit diesem Unternehmen bin ich überrascht, dass Warren solch ein Risiko eingeht. Okay. Schaden, Reichweite, Verlangsamung, Schussrate. Wie ist die hier? Schaden, Reichweite, Verlangsamung, Schussrate. Okay. Hm. Ah, die Sidequest. Shit. Da war eine Scheidquest. Eine Scheidequest. Mann, ich kann nicht mehr Sidequest sagen. Sidequest! Sidequest war unten. Oh mein Gott, dieser Damage. Ja, eine Scheidequest. Die entscheidet, ob wir ein Good Ending oder ein Bad Ending oder das Dog Ending bekommen. Mach mal den Laden auf hier! Kein Alien-Ending. Ich bete! Ach so, ich bete immer noch, dass jemand aus der ersten Evakuierungstruppe ein Boot zurückschickt. Doch die anderen denken wahrscheinlich, dass George Versorgungsboot noch Menschen evakuiert. Sie sind sicher am Festland angekommen, fühlen sich jedoch nicht verpflichtet, alle anderen zu retten. Niemand erwartete, dass Charles das Boot sinken könnte. Aber trotzdem, bei dem Gedanken, dass ich den Ort schon längst hätte verlassen können, wird mir übel. Das ist die Insel, auf der wir sind. Mann, kann man dieses Kreuz wegmachen? Ich kann das Kreuz nicht wegmachen. Ich kann es nur neu setzen. Darauf zielen, nochmal drücken. Ist das... Hast du das auch in den... Nö. Ist beim Dataminen herausgefunden? Oder ist das ein anderes X? Programmierungsmäßig. Wo ist mein Zug? Moment, ich wollte die Quest noch annehmen.
Ich habe die Quest gar nicht gefunden. Was ist dieses Geräusch die ganze Zeit? Okay. Der Typ ist ready. Aber keiner holt ihn ab. Der steht schon seit 3 Monaten da so. Ja, sie kommen bestimmt gleich noch. Die sind gleich da. Ich bin mir ziemlich sicher, die kommen gleich. Jupp, jupp. Morgen bestimmt. My goodness, the others actually convinced someone to come help us. I'm so glad you came, but I simply cannot stay any longer. This island is too much for my nerves to handle. I've brought all my belongings here so I can leave immediately when a boat arrives. Although now that I think about it, I did forget my journal at home. Could you bring it to me? It's a dangerous journey for sure, but you might manage with that trail. I'll give you all the scrap metal I have. Sag doch einfach, wie viel du hast. Dann kann ich entscheiden, ob ich dir dein scheiß Buch bringe oder nicht. Ja, genau. Wenn er mir wenigstens sagen würde, wie viel er mir gibt. So, ne? Was letzte Preis? Aber er redet nicht über den Preis. Ich muss auch irgendwie meine Miete zahlen. Und irgendwo muss ja auch die Kohle her, damit mein Zug fährt. Ich muss ja wissen, ob sich das rentiert. Ich kann auch nicht von Luft und Liebe leben. Wo bist du? So, ja. Ja, ich denke mal, wir fahren hier zur Hauptquest. Und wenn ich dann hier rumfahre, dann machen wir einen kleinen Schwenker. Und dann holen wir uns hier das Tagebuch ab, machen diese Sidequest und fahren dann wieder zu ihm. Ne? Das ist doch ein Plan. That's a plan. Let's go. Tschu-tschu, Charles. Machen wir schneller hier. Die Genugtuung, dass man geholfen hat. Nee, so funktioniert das nicht. Ich bin falsch abgebogen. Naja, was soll's. Dann machen wir erst die Sidequest. Und dann die Mainquest. Für Geld habe ich eine Lösung. Transportiere einfach Menschen von einem Punkt zum anderen und nenne es Deutsche Bahn. Oh, eigentlich smart, ne? Mit dem Ding könnte ich einen Menschen transportieren und dafür dann Geld nehmen. Hätte ich ihm anbieten sollen, dass ich ihn nach Hause fahre. In den vergangenen 7 Tagen haben sich auf dem nahen gelegenen Geröllfeld seltsame Dinge ereignet. Vor einer Woche ging wie so oft dorthin, um meinen Kopf frei zu bekommen und fand eine merkwürdige Zeichnung, die an einem Laternenpfahl befestigt war. Ich nahm die Seite mit und verbrannte sie, denn nur so vernichtet man übersinnliches Papier, oder? Genau. Am nächsten Abend fand ich 2 weitere Zeichnungen und verbrannte sie ebenfalls. Letzte Nacht fand ich 7 Zeichnungen, die von entsetzlichen, grässlichen Geräuschen begleitet wurden. Oh, er hat die 7 Pages gefunden im Wald. Er hat nach dem Slenderman gesucht. Er wurde vom Slenderman gejagt. Ich habe Angst, dorthin zurückzugehen und vermute, dass der Ort heimgesucht wird. Vielleicht von unseren vermissten Besatzungsmitgliedern, vielleicht auch von etwas anderem. Ist das eine Slenderman-Referenz? Say, you're that monster hunter. I must know. Do you have any experience with ghosts? Someone or something has been pinning exactly 16 drawings to lampposts in the boulder field every night. I always collect and burn them, but as I was looking for them last night, I began hearing strange noises and I only found half of them yesterday because of the commotion. Could you go find the last 8 and bring them to- Ja, bestimmt. Da muss ich zu Fuß laufen. Slenderman hat Lord Slenderman sogar einen fucking Film bekommen. Und Säge TV, Dankeschön für den Prime Sub, Mann. Ist das nicht das Zelda Spirit Tracks Remake? Genau. Genau. Oh shit. 7 Pages. Das sind ja 8 Pages. Let's go. It's Slenderman all over again.
Leon! Okay. Ich wurde weggeportet, glaube ich. Alter, die Geräusche, Alter. Das ist nicht Slenderman, Chat. Ich hab mal Slenderman gespielt. Der sieht nicht so aus. Der sieht anders aus. Junge, bei jedem kleinen Hügelchen. Das ist Shrek! Oh shit. Okay, ich wurde wieder rausgeportet. Hä, aber der heilt mich. Der heilt mich, Chat. Das ist ja nett von ihm. Er will mir nur helfen. Er portet mich weg und heilt mich. Ach, Junge. Get out of my swamp! Du Penner! Genau das hat Shrek damals so gesagt. Ah, jetzt habe ich ihn erkannt. Ich habe ihn erkannt, der ist irgendein Typ. Slenderman ist auch kein Zug mit fucking 8 Beinen. Ja, aber der Typ, der mich da jagt, ist auch kein Zug. Blut. Achso, ich heile über Zeit, glaube ich. Ja, ich heile über Zeit. Ich war verwirrt, wieso ich wieder geheilt habe. Da ist er. Kommt jetzt noch der scheiß Zug? Charles, ich habe keine Zeit für dich. Ich mache eine coole Sidequest. Da ist er ja wirklich. Da ist ein Zettel, kann ich den mitnehmen? Ja, ich mache ein bisschen leiser. Hey, Belief. Ich hoffe, ich behalte alle Seiten und muss sie nicht nochmal alle neu sammeln. Also, der Doppelangriff war echt gerade gemein. Okay, ich behalte alle Seiten, sehr gut. Ach, da habe ich jetzt keinen Fallschaden bekommen. Okay. Da ist er. Das ist einfach irgendein Typ. Das ist irgendein Boy, der meine Bitrate zerstört. Ich spiele gerade einfach Slenderman in 2022. Tja. Where is the last page? Ja, dieser dumme Schreiber.
Frag mich, ob es noch Hardcore-Fans gibt, die das noch spielen. Slenderman? Bestimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Leute auch generell geprägt hat. Und für viele so das erste Horrorspiel war damals. So halt ein so Nostalgie-Ding für viele ist. Safe. Habt ihr die letzte Seite gesehen? Und wenn ihr die letzte Seite gesehen habt, dann schreibt Bingo Bongo, okay? Ich glaube, bei der Bitrate seht ihr auch nichts, oder? Bongo? Wo? Versuch's mir zu beschreiben. Vielleicht einfach von ihm wegporten lassen und dann halt einen, dann muss ich von der anderen Seite kommen und dann kriege ich vielleicht einen neuen Blick auf die Situation. Vielleicht laufe ich die ganze Zeit gerade im selben Kreis. Okay, er hat mich erwischt. Eine scheiß Seite fehlt mir. Da ist Müll. Das ist leider eine Lampe. Junge, der Fallschaden. So dumm. Ah. Hab's. Kehre zu Sascha zurück. Das war ja eine spannende Sidequest. Im TV läuft heute Sharknado. Was? Sowas läuft im Fernsehen? Also Knossi hat gesagt, im Fernsehen läuft nur Scheiße. Warte, ich markiere mal. Nicht dich, dich. Hab einen Wurm von dem Schrei. Ah. Fühl ich. Ja, wie es aussieht, Knossi mag kein Sharknado. Welcher Teil, der erste oder was? Sie sagt, wir sollten auch unseren Müll nicht mehr ins Meer werfen. Und da hat er verdammt nochmal recht. Hört auf, euer Müll ins Meer zu werfen. Thanks for bringing me those papers. Here are some scraps for your help. Cool. Das war aufregend. Warte, Karte nochmal. So. Knossi hat gerade eben getweetet, dass er die Aussage zurücknimmt, weil heute Sharknado läuft. Ehrenmann. So ein sympathischer Typ. Alter, ist einfach Mjölnir. Liebes Tagebuch. So, okay, dann haben wir alles, denke ich.
Dann machen wir jetzt erstmal die, wieder die Main Quest und dann machen wir eine große Runde und dann fahren wir wieder zum dem Typen und geben ihm sein Tagebuch ab. Oha, kann ich hier lockpicken? Okay. Das sieht aus wie die, vielleicht der Ort, wo ich später alle Eier ablegen muss oder so. Und dann spawnt hier die Arena und dann muss ich eins gegen den machen. Das ist Kratos Hütte. Wie kann man das nicht mögen? Ich hatte früher immer Angst bei einem Unwetter, dass er kommt und mich tötet. Der Sharknado? Okay, so kriegt man Kreuze weg, indem man reinläuft. Jetzt haben wir ein langweiliges Grau. Scharkana. Aber hier gibt es gar keine Wegzweigung, Leute. Ich kann so gar nicht fahren. Wir müssen rückwärts fahren. Ich kann ja gar nicht von hier aus nach dahin fahren, dann denke ich mal. Also hier gibt es ja gar keine Kreuzung. Wir müssen rückwärts fahren. Ja, wie viel Schrott habe ich? 55! Krass. Wie viel kostet das letzte? 24 Schrott. Ne, das wird dann auf Level 9, dann gibt es wahrscheinlich noch Level 10. Zug kommt! So ein grauer Zug ist schon arschlangweilig. Okay, wer weiß. Blau wäre halt auch cool für einen Zug, oder? Das wäre wirklich Thomas. Ah, fuck, Leute, ich habe die Sidequest vergessen. Zurück. Heute laufen wir von einem Zug weg, ja. Oder fahren von einem Zug weg. Rosa ist DLC-Farbe. Ah, ich weiß nicht, ob ich dafür Geld ausgeben möchte. Ich überlege es mir noch, okay? Gefühlt ist mein Zug nicht wirklich schneller geworden nach den ganzen Upgrades. Falldamage in dem Spiel einfach Elden Ring. Bingo Bongo. Wenn du Pech hast, kriegst du Fallschaden. Wenn nicht, dann nicht. Thank you so much. Thank you so much. Nice. So. Mal gucken, ob das viel Müll war. Ob sich das gelohnt hatte. Wobei ich habe nämlich gemerkt, wie viel ich davor hatte. Nicht viel auf jeden Fall. Aber bestimmt für Level 9 Defense reicht's. Ja, jetzt brauche ich nur noch 8 Stück. Dann haben wir Defense voll. Perfekt. Okay, let's go. Chuchu! Ja, jetzt einfach warten. Jetzt kann man echt nicht wegmachen. Warte, ich mach schlau. Mein Junge, wie man nah man ranzoomen kann. Und zwar setze ich das Kreuz genau auf den Weg. Dann fahre ich ja durch das Kreuz durch und dann verschwindet es. Boom. Ha! Hey! Schade. Das klang wie das Thank You-Mann aus Wind Waker. Der Typ gerade, oder was? Von einem Kreuz ausgedribbelt. Wird schon lange gespielt? Nee, noch nicht. Ich habe gegen 19 Uhr angefangen.
Oder Hippokade. Ganz viel Müll. Wir können gleich Defense op maxen. Kann ich das bitte auf meinen Zug draufpacken? Paul asked me to design a new weapon to help you hunt Charles. And using my extensive demolitions experience, I made this rocket launcher. I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time. So building this puppy was a hell of an opportunity. Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the... Okay. Dann suchen wir gleich die Munition. Ich frage mich, ob Warren uns und unserer Familie in dieses Drecksloch gelockt hat, damit wir für immer hier bleiben oder um Informationen über seine Geschäftspraktikum vom Festland fernzuhalten. Wie auch immer, ich will den Hals dieses Mannes in einer Schlinge sehen. Paul hat mich gebeten, eine neue Waffe für den Monsterjäger zu entwerfen, den Eugene schickt. Und da du weißt, wie gut ich mich mit Sprengstoff auskenne, kannst du davon ausgehen, dass ich den zerstörerischsten Raketenwerfer überhaupt gebaut habe. Warren, du hast keine Chance. Okay, wir kriegen da jetzt wahrscheinlich die Waffe mit dem meisten Damage oder so. So! Da hinten, okay. Da. Das nenne ich eine Kanone. Yeah. Das ist eine richtige Wumme. Sogar den Grabstein haben sie mit Stiften angemalt. Diese Hooligans. John Smith spürt schon lange nichts mehr. Damit kann ich sehr gut relaten. Eugene Krabs? Ne, Eugene tot. Okay, das scheint irgendwie auch wie so eine Boss-Arena zu sein. Vielleicht kommt Bossgegner. Und dann muss ich bald an dem vorbei stealthen. Ja, hier ist die Mine. Hey, mach auf! Mach auf jetzt! Hat er mir irgendwas von dem Schlüssel gesagt? Nee, oder? Haben wir hier in der Mitte den Schlüssel vielleicht rumliegen? Ah, okay. Dann sprengen wir die Tür auf, denke ich. Bada boom, bada bam, bada bang. Ich kann leider nicht crouchen, sonst würde ich mich hinsetzen. Und Roleplayen. Okay, das war Damage. Das war Damage. Okay. Junge, 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 die Raketen. Wir sterben hier noch. Ja, ich glaube auch, wenn es so weitergeht. Alter, jetzt Sniper-Elite spielen. Let's go. Raketenwerfer Munitionstest, Version 1 fehlerhaft, Version 2 13 Sekunden Flug, 4 Erfolg. Okay, also er, das ist hier, sieht hier aus wie so ein Kampfplatz, weil er hier seine Raketen getestet hat. Das ist hier, Leute, Environment Storytelling. Das kennen wir aus Dark Souls. Was ist diese ruhige Musik? So melancholisch. Halbe Silent Hill auf einmal. Kommt der? Da ist ein Leuchtturm. Turm? Die Ruhe vor dem Sturm. Oh, shit. Die Ruhe vor dem Sturm. The launcher is in complete working order, so I'll let you take it from here. Oh, and take good care of it. After you're done, I have a few people to visit with it if you catch. Okay. Ich soll für jemanden für ihn töten. Ich mache alles für Schrott.
der Zug sieht auch ein bisschen anders aus, ne, wenn man ihn upgradet. Weil ich glaube, diese Sträben hatte ich vorher nicht, oder? Panzerung vollständig aufgewertet. So, und jetzt? Hat sich was verändert? Guck mal, guck mal hier. Er verändert sich wirklich. Ja, das ist doch schon mal ein Zug. Das lässt sich sehen. So, dann mal nehmen wir die Hauptquest an. Obwohl, ja, vielleicht muss ich gleich wegen der Hauptquest auch oben Richtung dem gelben Typen gehen. Die Stacheln sind zu viel. Hey, wieso? Das ist cool. Ich finde, da kommen noch so, mir fehlen eigentlich so Flammen, Flammen drauf, so rechts und links. So Flammentattoos. Das fehlt. Reh. Willkommen zurück. Ich muss diese Vermutung schnell aufschreiben, bevor Warren herausfindet, dass ich seiner schmutzigen Verschwörung auf die Schliche gekommen bin. Meine Theorie ist, dass Harold Warren Kriegslord der Dritte versucht, mehr dieser achtbeinigen Kreatur auszubrüten. Eine ganze Armee für wer weiß was. Sie fanden ein ganzes Nest mit diesen Eiern, als sie Trümmer aus dem Einsturz beseitigten. Wir wissen auch, dass sie so hart wie Diamanten sind, absolut unzerstörbar. Die Bergleute verbrachten Monate damit, mit Hilfe des Tempelprismas die Energie aus allen Eiern zu saugen. Doch bevor sie die letzten drei zerstören konnten, durchkreuzte der gute alte Warren ihren Plan. Warren muss erkannt haben, wie mächtig diese Dinger sind. Und anstatt uns vor ihnen zu beschützen, will er damit die Weltherrschaft übernehmen. Oh shit. Greg, in Klammern außergewöhnliches Genie. Ich bin dir auf der Spur, Warren. Oh shit. Ist jetzt in den sind jetzt in den Eiern Züge drin? Habe ich jetzt in meinem Inventar ein Baby-Ei? Ein Ei von einem Baby? Babyzug? Eines der drei Eier, die benötigt werden, um den Tempel zu aktivieren. Ich glaube, da ist ein Babyzug drin. I'm sure Eugene told you all about me, so I need not introduce myself. Name's Greg, by the way. Das war sogar sein Brief. Ich bin einfach hingegangen, ohne mit ihm zu sprechen, einfach seinen scheiß Brief direkt gelesen. In case you haven't heard already, Warren, the mine boss, is keeping 3 monster eggs locked away. We're unsure why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monsters. Ja, provokativ dich nicht anguckt. To prevent this, we need you to steal all 3 and use them to bait. One of the eggs is in the north mine. Okay. Sind wir vielleicht da, wo die Sidequest ist? Ah, was? Am Ende der Welt? Okay. Ja, gehen wir nochmal zur Sidequest, wenn wir schon hier sind in der Nähe, ne? Ich nehme jedes Schrottteil mit. Damage. Und hey, Baditi. Er schüttelt die ganze Zeit mit seinem Kopf und er will mich nur nicht angucken. Und er zeigt mir das, dass er mich nicht angucken will. Ich denke mal, dass dieser Charles der Dritte zu dem Zug mutiert ist und diese Eier mit den achtbeinigen Monstern schützt. Also ist Charles eigentlich eine Mama? Bitte bring Paul eine Kopie. Küstenwache. Ich ging nach draußen, um den Leuchtturm routinemäßig zu überprüfen. Als ich um die Ecke ging, sah ich diese Bestie, Charles. Er entdeckte mich und stürmte direkt den Hügel hinauf in meine Richtung. Dieser Spinnenzug ist ein abscheuliches Monster. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Warren will, dass wir auf Aranaerum bleiben, anstatt vor der Bestie zu flüchten. Warren ist verrückt. Weil er denkt, er könnte mit dieser Situation allein fertig werden. Jedenfalls überfuhr mich Charles und trampelte auf meinem Bein herum. Ich kann an dem bevorstehenden Treffen nicht teilnehmen und habe Greg gebeten, eine Kopie deiner Notizen mitzubringen. Rumtrampeln auf dem Bein? War das noch, als Charles ein Baby war?
Voll, sieht recht frisch aus. We haven't met, but I've heard lots about you coming to help us. I have a favor to ask. The breakers on the side of the lighthouse need replacing. I was recently attacked by Charles. The breakers are in the nearby supply shed. If you go get them and once you finish, I have... Geil, es gibt Schrott. Sick. Okay. Ist hier um die Ecke direkt. Lass einen Charles ausbrüten und dann unseren Charles wie bei Pokémon gegen den anderen kämpfen lassen. Ja, wir können sogar drei davon haben. Was hält Charles davon, hä? Einfach drei Pokémon-Züge haben? Okay. Die Kreuze gehen doch nicht weg, wenn man dann durchläuft. Ich dachte, die gehen weg, wenn man durchläuft. Rätsel gelöst. Rätsel einfach gelöst. So kennt man ihn. Cool. Okay. Ja, dann haben wir hier ab, ne? Der Rätselmeister hat wieder zugeschlagen. So kennt man ihn. Ich hoffe, du solltest auf ihrem Bein rumtrampeln. Ich glaube, das gefällt dir nicht. Ich glaube, dann hätte sie mir keinen Schrott gegeben. Also heißt der eigentlich Charlesa? War hier in einem anderen Gebäude drin? Achso, da gab es die Hauptquest und hier, ja, und hier war die Waffenquest, genau. So. Dann let's go. Wie viel Schrott habe ich jetzt? 53. Sieht man das auch? Sind jetzt meine Reifen cooler? Die Kanone verändert sich vielleicht. Hier, by the way, die Rakete, Leute. Die Wumme. Verlangsamung, Schussrate, Reichweite. Yeah. Let's go. Ich weiß nicht, wieso ich plötzlich auf Ghostbusters komme. Da ist was. Ach, das ist die Teststation. Das Test. Kommt der? Da kommt er. Ernsthaft, ich krieg davon Damage. Ich krieg davon Damage, Leute. Insektenspray, by the way. Ja, genau! Da verzieht er sich. Nein! Wir sind falsch gefahren. Spinnen sind offiziell keine Insekten. Aber das funktioniert trotzdem als Insektenspray. Runterfahren würde mir jetzt auch nicht so viel bringen. Ja.
Diese Art von Insektenspray hilft bei allen Insekten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und? Chuchu! Deonfeuer. Der beste Schutz gegen alle Insekten und Spinnen. Ja, ich hatte auch überlegt, mit Feuer zu stunnen und dann halt die Waffe zu wechseln, während die andere halt noch am Abkühlen ist. Aber ja, es hat ganz gut funktioniert damit. Ich dachte mir, ich fahre damit weiter erstmal. Was sagt der Timer? 45 Minuten noch, dann kann ich es refunden. Ist das hier schon die Mine? Tatsächlich. Warum refunden? Ich meine, wenn ich noch refunden will, dann habe ich noch 45 Minuten Zeit. Oh, die sind jetzt sogar draußen. Der hat mich gesehen. Der hat einfach Augen, Chat. Das zählt ja gar nicht. Stop right there! Dumbledore! Der darf gar keine Augen haben, das ist unfair. Oh jo, der hat mich erreicht. Ich dachte nicht, dass er mir hier rein folgt. Hey! Hui. Get out of here. Sorry. Ja, ist doch okay. Oh mein Gott, ich gehe ja schon. Wartet kurz, das eine noch. Nein, Mann, lass. Entgleist! Lass mich doch das Ei kurz mitnehmen. Ich hab's fast geschafft. So, bin ich? Der hat mich aber halt echt von super weitem gesehen. Der hat super Augen, Chat. Das sind keine normalen Augen. Der hat Muskelaugen. Hm, ich glaube auch. Stop right there! So, dann haben wir den schon mal los. Ja, Frage ist, ist jetzt mein Ding jetzt noch offen? Oder muss ich es neu öffnen? Und da war halt noch eine Kiste. So hat er gemacht. So? Also, dann ist hier was Optionales. Hier ist bestimmt die pinke Farbe, oder? Nee, ist nur Schrott. Da ist noch ein Hebel für die Brücke. Ach, wahrscheinlich Shortcut. Stop right there, criminal scum! You're under arrest! Oh, hallo. Stelle sicher, dass niemand sich dem Ei nähert. Wenn du jemanden siehst, der sich dort nicht aufhalten sollte, leg ihn sofort um. Wir können keine Risiken eingehen. Sobald alles vorbei ist, töte es und bring mir die Leiche. Warren C., der Dritte. Er heißt C. mit Nachnamen. Mit zweiten Namen oder so. Oder Vornamen, Nachnamen. Leute, Warren ist Charles.
Warren Charles der Dritte. Das ist sein voller Name. Oh, shit. Poppy hat recht, ja. Warren ist eine Frau. Es gibt keine pinke Farbe. Trash Game. Hey Drifter, Stream ist ja ganz cool. Who's that? Hey, Mann. Ich wollte nur Schrott mitnehmen. You better hope you're fast. Shouldn't be here. You better hope you're fast. Better hope you're fast. Shouldn't be here. Better hope you're fast. Shouldn't be here, but I hope you're fast. Shouldn't be here, hope you're fast. Not mine, mystery. Okay. Was war da für ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Was war da für ein Geräusch? Hä? Fußspuren? Ey, ich bin gerade am... Yo, Jungs, entspannt euch. Ich hab nichts geklaut. Catch him! Ich bin unschuldig. Ich habe Frauen und Kinder. Lass mich in Ruhe. Jo, wie weit läuft hinter mir her? Ist dem klar, dass ich einen Zug habe? Kann ich die looten? Haben die Schrott? Schade, die haben keinen Schrott. Okay. Weiter geht's, ne? Ja, dann hier gleich zu der Quest. Und dann haben wir da noch eine Waffenquest und dann ja, sind wir gleich eigentlich schon durch mit dem Game, ne? Shouldn't be here! I hope you can run fast! Menschen sind... Stimmt, ich habe die Menschen gerade mit Insektenspray besiegt. Ich meine, so Insektenspray ist bestimmt für uns Menschen auch nicht wirklich gesund. Ara, 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 arana, arana yerum. Ich habe gehört, Sie haben eine Quest für mich. Entschuldigung. Darf ich Sie anquesten? Wo sind Sie? Lord. Notiz zum Treffen der Meuterer. Ich habe unseren neuesten Schlachtplan mit allen besprochen und niemand hatte Einwände. Die gesamte Crew weiß, was zu tun ist und wird die Richtung der Gleise zum richtigen Zeitpunkt ändern. Der Archivar muss sich nur darauf konzentrieren, diese Biest zu verprügeln, Abstand zu halten und Charles' Schwachpunkt zu finden. Mein Vater sollte innerhalb von 2 Tagen zurück sein. Dann können wir ihn und den Jäger mit den Schlüsseln und anderen gesammelten Vorräten versorgen. Wir sollten niemals so hart gegen Warren und die anderen Bergleute vorgehen, aber er ließ uns keine andere Wahl. Charles muss verschwinden und Warren wird uns nicht im Weg stehen. Ja. Yeah. Wahrscheinlich verwandelt sich irgendwie Charles nachts oder so zu einem Zug. Und tagsüber ist er ein ganz normaler Dude. Hi. Na? Schön, oder? Sollen wir zusammen uns die Sterne anschauen?
Zusammenfassung der Observierung, Tag 3, Standort 4. Ich observiere dieses Gebiet schon tagelang und Charles hat die alte Holzbrücke noch kein einziges Mal überquert. Diese Bestie ist gerissen und weiß, wie gefährlich das ist. Doch vielleicht ist er einmal wütend und verzweifelt genug, dass er während einer Verfolgung einfach drüber fährt und dann BOOM! Wir verwenden Johns Bomben, um das Teil in die Luft zu jagen und Charles fällt mit dem Gesicht voran in die Schlucht. Wenn ihn die Explosion nicht tötet, dann mit Sicherheit der Sturz. Smart. So wollen die ihn also erwischen. You're the archivist my father told me about. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. If you haven't already heard from the others, the mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs that could lead to catastrophe. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death, we've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Okay. War Keggy schon bei der Gurkenfrau? Ist das ein Spoiler? Hat Keggy schon die ultimative Ultrawaffe gefunden? Wusste Keggy schon eigentlich, dass Charles eigentlich Warren ist? Wusste Keggy das schon? Warte. Ja, eigentlich true, ne? Jetzt wo mir die Story schon gespoilert wurde, kann ich eigentlich auch refunden, oder? Dieses Ranzoomen, einfach Oblivion geworden. Bei der Cam oder was? Das hier. That's the tallest and weakest bridge on the island. I'll be on standby to detonate the charge. Here, take this. It's the once you think you're prepared enough, you can break it. Okay, wir haben jetzt den Schlüssel für den Tempel bekommen, aber wir brauchen noch das Ei. Noch das letzte Ei. Und dann ziehen wir in den Krieg. Mach ihn fertig. Genau. Aber wir haben noch eine Waffe und noch ein Ei und dann ziehen wir in den Krieg. Damage. Bisschen heil. Okay. Let's go. Den ganzen Müll wieder einsammeln. Was ist das denn? Das ist meine Waffe gleich? Ist das ein Laser? Mann, ich kann die nicht ausrauben. Die hat auch einen Cyberware-Arm, Leute. Aber nur einen. You know, my late husband built a gun to help fight Charles, but Warren's goons stole. Bob was such a brave man. If you take what I have left of the gun and steal back those, just do me one. If you do end up using it, name it Bob. Okay. Ich soll die Waffe also Bob nennen. Sehr gut. Wie laut das Kartengeräusch ist, wenn ich laut mache. So, dann nehmen wir noch die Quest an. Die Eierquest. Gibt es hier noch Müll? Ich nehme alles mit. Ich brauche alles. Jo, ciao, Pokada.
Kann ich dich ausrauben? Mann, niemand will ausgeraubt werden. Schwach. Beim Treffen gestern Abend erzählte uns Greg eine verrückte Verschwörung über Warrens Versuch, mit Spinnenzügen die Weltherrschaft an sich zu reißen. Als Teammitglied, das im Tempel gearbeitet hat, bin ich ihr alles andere als überzeugt. Während das Prisma einem Haufen Eier die Lebensenergie entzog, griff Charles uns zum ersten Mal an. Er kämpfte nicht nur, als käme er direkt aus der Hölle, sondern wurde während des Kampfes fast doppelt so groß. Oh, er war klein. Es schien, als würde er die Energie konsumieren. Seine Beine wurden größer und stärker, während sich sein Gesicht direkt vor unseren Augen verzerrte. Die Überlebenden konnten sich nicht einmal vorstellen, was wir gesehen haben. Oh, der Zug war wirklich mal wie so Thomas die Lokomotive oder so. Danach versteckte Warren die Eier und befahl uns, sie zu beschützen, bevor er mit der Evakuierung begann. Von diesem Zeitpunkt an wurde alles nur noch schlimmer. Ich weiß, dass Warren jede Menge Skelette in seinem Schrank hat, aber ich werde den Gedanken nicht los, dass er sich dieses Mal tatsächlich um uns sorgen könnte. Gale. Und gruseln wir uns schon? Ja, super. The Archivist, in all your radiant glory. Schade, dass ich meinen Herzfrequenzmeter noch nicht gekauft habe. Paul entrusted me with a key to one of the mines containing an egg. But before I give it to you, I have to warn you, there's an ancient shrine on the island. A pyramid of sorts, with a curious prism. The prism seems to have been designed for one purpose, to destroy monster eggs. Three slots are carved into the prism, which perfectly fit the eggs. When fully loaded, a massive beam of energy is emitted, seemingly drawn from the eggs themselves. The mutineers hope this event will lure Charles to a mortal fight, as he comes in defense of the eggs. Now for the real warning. Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enraging him. We saw it once before. And he may become even. However, it's not my place to oppose. Despite the once you have retrieved all the eggs and the key to the shrine. Okay. Cool. Das heißt, wir wollen ihn zu dem riesigen Laser locken. Zu dem riesigen Laser locken, wo er sich die ganze Zeit quasi stärken und heilen kann. Und da wollen wir gegen ihn kämpfen? Klingt gerade so für mich nicht so smart. Denkst du, ein YouTube-Comeback von dir ist in Zukunft möglich? Du hast das YouTube-Comeback verpasst. Nein. Achso, geh da hin. Ist schon richtig? Nee, ich muss nach links. Aber sonst läuft er weg. Ja, entweder er läuft weg oder wir kämpfen gegen ihn an einem Ort, wo er unsterblich ist. Ha. Die Idee mit der Brücke gefällt mir mehr. Ja, aber Charles ist zu smart, weil Charles Warren ist und Warren weiß, dass die diese Falle gelegt haben. Links ist richtig. Hey, Emre, was geht ab? Get out of here! Get out of here! Schrott! Schrott! Hey! Wieso ist hier so ein Maskenficker? Bin ich so nah bei der Mine? True, eigentlich bin ich super nah bei der Mine, ne? Ich wollte eigentlich nur die Sidequest hier annehmen. Das Item holen für. Yo, da kommen zwei. Da kommt eine ganze Armee, Leute. Scheiße, ich muss zum Zug. Da ist eine ganze Armee oder so. Ich weiß nicht, ob die auch hier die Waffe verteidigen oder ob sie von der Mine her rübergekommen sind und mich gesehen haben. Oh ne, Icarus, was geht ab? Get him! Take him out! Hey, get out of here! I'm gonna shoot you! Kommt doch! Traut euch! Kannst du bitte aufhören, meinen Zug anzuschießen? Jo, die machen einfach viel Schaden an meinem Zug.
my friend. Die machen super viel Schaden an meinem Zug. Mit Pistolen. Hast du noch 20 Minuten Zeit, bis du es nicht mehr refunden kannst? Oh shit. Ich muss mich beeilen. Wir haben es gleich durch. Bestimmt. Hier ist so eine Maske. Die sieht so aus wie vom Zug das Gesicht. Hier noch mehr. Yeah. Ja, das ist der Zuggang. Die wollen so aussehen wie der Zug. Wie komme ich da rein? Ich glaube, da ist meine... Ah, da oben vielleicht. Nee, hier war ich ja schon oben. Auf Dächer kann man hier auch nicht springen. Weil... Ich müsste doch eigentlich da rein, oder? Da müsste doch mein Questgegenstand sein. Das ist es wahrscheinlich, oder? Die hat mir auch keinen Schlüssel mitgegeben. Oder lag hier irgendwo ein Schlüssel? Verstehe nicht, wieso die nicht einfach Charles verfolgen, wenn er verletzt wegrennt. Die Insel ist doch nicht so groß. Naja, hast du Charles gesehen? Der ist ziemlich stark und ziemlich groß. Die sind auch keine Schlüssel. Da oben. Die sind wie deren Base oder so. Kommt der Zug gerade? Da. Da ist der Schlüssel. Da ist er. Da ist der Schlüssel. Da ist er. Kein Zug in Sicht. Jo, was ist denn da hinten? Das heißt wahrscheinlich die Mine. Und der erste Zug. Die ja, genau. Die Sache ist ja die: Du kannst ihn ja nicht richtig verfolgen, ohne einen Zug selbst zu benutzen. Aber er kann ja weg von den Schienen. Du mit deinem Zug ja nicht. Bob ist erschaffen worden. So, und dann nach dahin, ne? So, wo ist Bob? Da ist Bob. Schaden, Reichweite, Verlangsamung, Schussrate. Einmal kurz zurückfahren. Kannst bitte von der anderen Seite kommen? So funktioniert das nicht. Charles. Charles, so funktioniert das nicht. Charles. So kann ich dieses Spiel nicht spielen. Da ist er kurz im Zug gewesen. Ja, genau. Verzieh dich. Ein bisschen heilen.
Oh, hey, son. Ich habe Thomas die Lokomotive anders in Erinnerung. Ja, das ist Thomas die Lokomotive, die mit irgendeiner komischen Prisma-Energie mutiert wurde oder so. Normalerweise sieht er bestimmt auch ganz cute aus. Vielleicht sehen wir ihn gleich noch so normal. Vielleicht schaffen wir ihn gleich irgendwie zurückzuverwandeln oder so. Und dann sehen wir den süßen Charles. Der mit Thomas eigentlich nur um die Wette fahren will. Hast du Thomas gerade cute genannt? Das ist eine Kindersendung, hallo. Der soll cute sein. Das ist halt, manche Dinge verstehen wir halt als Erwachsenen nicht mehr als cute. Sowas wie zum Beispiel Clowns. Clowns finden wir, oh, creepy Clowns, lul. Aber Kinder lieben Clowns. Genauso ist es mit Thomas die Lokomotive. Kinder finden Lokomotiven süß. Von Thomas die Lokomotive. Schon mal darüber nachgedacht? So, letzte Mine. Hey! Der kommt aber nicht mit mir runter, oder? Okay. Er kommt gleich runtergefahren? Da ist es. I'm gonna shoot you! Ernsthaft, Sackgasse? Ich hab das Ei! Mir ist alles egal! Ich hab das Ei! Mir ist alles egal! Schön, be hier! Und David, Dankeschön für 7 Monate. Vielen, vielen Dank. Zählt das als Ei? Eingesammelt? Das zählt nicht! Ich muss auch noch entkommen? Scheiße. Warum sammelst du Eier? Warum nicht? Okay, fast tot. Also Stealth, ja, dann stealthen wir halt, Mama. Ach, Mann. Ich muss eigentlich am besten auch ein bisschen warten, bis meine HP wieder voll ist. Der hat mich gesehen? Der hat sich direkt umgedreht? Na, hier ist ein Fahrstuhl, dann bin ich eh weg. Katamari! Ich verstehe mal. Katamari! Katamari! So, und hier war direkt ein Typ, der mich gesehen hatte. Da hinten ist er. Wird wohl nichts mit Refund. Nee, jetzt müsst ihr leider einen Hype-Train machen. Die sind alle so gut gelaunt hier, ne?
Ja, wird nicht gedietricht. Wird nicht gedietricht. Hi. Hi. Hey! Ja, dann haben wir jetzt eigentlich alles, ne? Dann haben wir jetzt alle Eier und jetzt können wir zur Pyramide. Ja, verzieht euch. Die laufen jetzt mir aber nicht bis zum Ende des Spiels hinterher, oder? Sie los. Wir müssen genau in die andere Richtung. So, hier wollen wir hin. Wo ist jetzt die Gurkenfrau? Was ist jetzt die Gurkenfrau? Ich will die Gurkenfrau noch kennenlernen. Wer davon ist die Gurkenfrau? Da steht nichts dabei. Jetzt dürft ihr mich spoilern. Wo ist die Gurkenfrau? Die Gurkenfrau sind die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Die Gurkenfrau scheint mir wie eine nette Dame. Ja, ich müsste die gerne kennenlernen. Recht am Anfang. Wo ist der Anfang? Der Zug kommt. Du willst doch bloß ihre Gurken, als ob du nicht ihre Gurken willst. Warren Charles III. Down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. No! No! You fool! You duped us all! Nein, der hat Warren gegessen! Thank you.
Das war interessant. War, denke ich mal, ein Videospiel, ne? War, denke ich, ein Videospiel. Oha, jetzt kommt noch ein Teaser auf den zweiten Teil. Ich finde es schön, dass wir hier zusammengekommen sind, um dieses Game of the Year zu genießen. Junge, irgendjemand meinte irgendwie, dass ich vielleicht 4, 5, 6 Stunden brauchen werde für das Spiel. Oha! Da sind ganz viele Charles. Sir. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung, denke ich.